Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und das hier halten wir mal kurz an. Bam. So, denn darum soll es sich heute gar nicht handeln. Nein, für die Xbox Preview Dashboard Mitglieder kam gestern bereits die Einladung, gestern sehr spät abends, für die Halo 5 Beta. Und die habe ich jetzt schlussendlich mit meinem super Internet runtergeladen, hoffe ich zumindest. Mal sehen. Und die möchte ich jetzt anspielen. Das ist für meine Verhältnisse vergleichsweise früh am Wochenende, ja. So 10 Uhr, glaube ich. Deswegen habe ich auch nicht allzu viel Zeit, weil ich dann zur Arbeit muss, aber egal. Ja, Loading Screen. Ich lasse das hier alles bei ungeschnitten, damit kann man gleich mal sehen, wie lange das hier braucht zu starten und Zeug. Und ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendein Update kommt oder so. Aber denke ich nicht, weil ich habe es gestern erst runtergeladen und ja. Tja, es lädt. Ich habe schon gehört, die Hauptdingmusik soll scheiße sein, die Hauptmenümusik. Und was ich auch noch gehört habe, ist, dass sie leider den Soundhit-Marker wieder weggemacht haben, was ich sehr schade finde, weil ich fand den so cool. Ich habe mich so mega drauf gefreut auf dieses Geräusch. Ich fand das hat so perfekt gepasst, aber ja. Wir werden gleich weiteres sehen, hoffe ich. Oh. Vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen, Halo 5 Guardians zu entwickeln, zu testen und zu verbessern, indem sie an der Arena Multiplayer Beta teilnehmen. Diese Beta ist ein Einblick in unsere laufenden Arbeiten und unterliegt den üblichen Problemen der laufenden Spielentwicklung. Sie werden Glitches, Fehler und sogar Abstürze erleben. Einige Funktionen von Xbox Live funktionieren womöglich nicht einwandfrei. Da es sich bei dieser Software um eine Vorveröffentlichung handelt, oh, das ist der Punkt. Oh, nee, doch. Können wir keinen Kundendienst im... Kundendienst im üblichen Sinne leisten. Allerdings werden uns die Daten und das Feedback, das wir durch sie im Spielverlauf erhalten, dabei helfen, das Endprodukt zu verbessern. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zu unserem Erfolg. Vielen Dank für Ihre Geduld und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld After Industries. Diese Vorveröffentlichung hier ist höchstwahrscheinlich aufgrund der Angst, dass sie eben befürchten, dass vielleicht sowas passieren könnte wie mit der Master Chief Collection, dass sie sich das bei der Beta nicht leisten können, weil sie sonst eventuell Halo 5 Verkaufszahlen einbüßen müssen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Deswegen schätze ich, dass nochmal vor der normalen Beta so eine Vor-Vor-Beta für die Preview-Member kommt. Ja, drücken wir Start. Verdammt. Komm schon. Es hätte sich auch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Mal sehen, ob das nur an der Xbox liegt oder wieder mal an unserem lieben Router. Scheinbar aber nur an meiner Xbox. Denn mein Tablet hat Internet. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich sie nicht neu starten muss. Yeah. Ich hatte auch gerade eben schon eine Ladezeit. Mal sehen, wie das Menü ist. Nachricht des Tages. Willkommen zur Multiplayer-Beta von Halo 5 Guardians. Oh. Während der Early Access Phase können Sie Showdown auf zwei neuen Karten spielen. Truth und Empire. Verstanden. Schwing. Okay. Sieht schon mal ganz cool aus, das Menü. Das ist die Spartan-Zentrale. Oh, kann man Shit machen. Controller-Einstellungen. Grüner Daumen. Bumpersprung. Okay, das sollte passen, schätze ich. Blickempfindlichkeit machen wir auf 4. Blickumkehrung aus, ducken, umschalten. Das für mal könnte ich immer noch umstellen, aber ich meine eigentlich, meinte eigentlich, dass es nicht das ist, was ich denke, dass es ist. Okay. Automatisches Stabilisieren. Gedrückt halten, um zu klären. Okay. Ja, das wird schon passen. So, sonst bla bla bla, hier kann ich eh nichts ändern. Scheiße, ich auch das Geschlecht vielleicht. Jo, cool, krass.
Nachricht des Tages. Okay, das haben wir schon gelesen. Arena Multiplayer Beta Showdown. Ja, das Menü bis jetzt gefällt mir. Okay, gut, ich habe noch nicht viel gesehen. mal sehen, wie es im Ende dann aussehen wird. Aber bis jetzt ist es noch nicht so schlecht. Meines Erachtens. Mal sehen, ob wir überhaupt irgendwen finden. Wird eingerichtet. Showdown. Suche nach Spielern. Sehen Spielerliste. Ich bin online. Und offline sind 108 andere Leute. Krass. Partie wird abgerufen. Oh, wir haben schon mal ein Match gefunden. Das ist schon mal nicht so wie in... in Halo. Halo Master Chief Collection. Tut mir leid. Halo The Master Chief Collection. Lad Showdown. Krass. Okay. TCOD heiße ich. Ich will doch nicht TCOD heißen. Ich will... Quirt heißen. Okay. Quirt. Schon besser. Lad Showdown. Oh. Okay. Na dann bereiten wir uns mal vor. Mal sehen, was das Ganze jetzt hier mit sich bringt. Showdown of Truth. Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Welch ein Reim. Cool. Okay, das ist schon mal so. Wie sprinte ich? Ah. Okay. Aha. Also bis jetzt. Also ich weiß nicht. Ich finde, das hier ist genauso, wie ich es kenne. Überdrückt den rechten Stick und man kommt in die ADS. Ach, hier hätte ich höchstwahrscheinlich so cool klettern müssen. Wie kletter ich eigentlich? Höchstwahrscheinlich muss ich Sprung gedrückt halten. Das würde zumindest Sinn ergeben. Oh shit. Oh Gott, da war echt wenig Schild, so es kommt hier so vor. Oh shit. Generell wenig Leben. Gefällt mir nicht. Sehen, ich schätze, dass ich jetzt hier eh komplett versagen werde. Und ich glaube, wer sprinten war ja gar nicht mal so schlau. Cool. Das wird ja gar nicht, ich hab's geschafft. Großer Turm unter Beschuss. Nein! Nicht der große Turm. Ich bin irritiert. War hart. Ich sehe, dass alles leuchtet. Cool, ich hab. Nein! Oh, Dashen tun wir mit X. Auch gut. Wann lädt sich das wieder? Das ist immer ein Gegner. Da zum Beispiel. Oh Gott. Nein, der Ding ist doch da. Der Sound. Nice! So nice! Und ich will dauernd nachladen mit X. Wie lade ich nach mit B, schätze ich. Oh mein Gott, ist das cool. Ich liebe diesen Soundhit. Oh, ist der super. Irgendwas beschießt mich da. Der da zum Beispiel. Oh, er stirbt wirklich deutlich schneller. Ich will immer mit X nachladen. Oh Gott. Und das sieht sehr nach Disconnect aus. Shit. Wobei ich jetzt hier sagen muss, dass ich nicht weiß, ob es an mir liegt. Oder am Spiel. Ich tippe eher auf mich. Weil der Router gerade eben schon unterbrochen hatte. Oder an meiner Xbox zumindest. Ich kann nochmal nachsehen. Ich Xbox Live. Oh. Was ist denn los mit der lieben Konsole? Auf jeden Fall bis jetzt die zwei Sekündchen, die ich gespielt habe, waren schon mal recht cool. Wenn auch, also das Einzige, was mich ein bisschen anwartet, ist, dass man so schnell stirbt. Aber das ist höchstwahrscheinlich, wenn man Sprint und so mit drin hat, dann nötig. Muss ich nur warten darauf, dass meine Xbox irgendwann mal wieder meint. Ah, jetzt hat sich mein Router ganz verabschiedet, wie ich sehe. Jetzt hat auch mein Tablet kein Internet mehr. Fuck! Ich sowas hasse. Dann werde ich jetzt hier wohl einfach schneiden, bis ich wieder Internet habe. Bam, okay. Nice. So, gleich mal ausprobieren. Hier nochmal rumladen. Okay, versuchen wir das auch einmal. Diesmal mit etwas mehr Internet und hoffentlich weniger Unterbrechungen. Wie gesagt, bis jetzt auf jeden Fall ziemlich cool. Man stirbt verdammt schnell, hätte ich gern. Also ich weiß natürlich nicht, muss dafür noch länger spielen, um herauszufinden, wie das ist mit Leben. Also ob das Sinn macht. Da man jetzt halt sprinten kann und dann eventuell einem, wenn man mehr Leben hätte, jeder dauernd davonläuft. Aber bis jetzt hat es mir noch nicht ganz so gefallen. Auf jeden Fall wird es höchstwahrscheinlich Team-Schotten sehr arg unterstützen, dass man so schnell Leben verliert.
Mal sehen, ob wir nochmal auf Truth landen oder auf Empire. Oh, was geht mit dem Ladebalken? Oh, jetzt Empire. Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Ich bin immer noch traurig, dass es nicht mehr der alte gute Sprecher ist, den ich gewohnt bin. Und das hier ist übrigens falsch, das möchte ich so nicht haben. Scharfschützengewehr gehört uns. Ja. Schon besser. Dann raff ich wenigstens vielleicht auch mal. Oh Gott, mein Aim ist ziemlich scheiße. Aber ich finde, es kommt mir auch nicht so vor, als hätte man hier so arg viel Aim-Unterstützung. Aber ich brauche ein bisschen mehr hiervon, glaube ich zumindest. Mal sehen, vielleicht hilft das. Oh, das kann ich also, muss ich mal merken, dass ich jetzt da und das gedrückt halte. Und ich bin hier in der Scheißposition. Und ich will dauernd mit X nach. Was für ein Spiel habe ich denn als letztes gespielt? Ich habe doch auch Halo gestern noch gespielt. Das war Halo 2, aber da war die Steuerung jetzt auch nicht so anders. Mein Aim ist echt hart scheiße. Vielleicht liegt das am Spiel. Ich hoffe, dass das am Spiel liegt. Das wäre echt cool, wenn es immer wieder schwerer wäre. Was gibt's hier? Kampfgewehr, nice. Alter! Okay. Gut. Ich hoffe, dass das Snipen auch schwieriger wird als, also dass es schwieriger ist als in dem, was man sonst so bisher kennt. Das ist, passiert ja, wenn ich laufe, mich dann ducke, dann mache ich so eine coole. Okay. Ah ne, Aim ist echt nicht einfach, man, finde ich. Also man hat nicht ansatzweise, also es kommt mir zumindest so vor, als hätte man nicht ansatzweise so viel Aim-Unterstützung, wie man sonst gewohnt ist. Das Aim fühlt sich sehr komisch an. Mehr so Halo. Also ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht sagen, wie sich's anfühlt. Wo kann ich jetzt hier? Wenn ich jetzt. Ich bin noch gerade eben gelaufen und gesprungen, hat sich irgend so ein. Oh, DMA. Nein! B. B, 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 immer B. Ah, shit. Shit, 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 shit. Und ich muss ja merken, dass sich bei Sprinten der Scheiß nicht lädt. Die Grundbewegung, finde ich, könnte noch ein bisschen höher sein. Ach, komm schon. Könnte noch ein bisschen höher sein. Aber ansonsten ist das hier ziemlich cool. Spezialwaffen in 30 Sekunden, okay. Oh Gott! Also ich find's echt nicht einfach. Aber vielleicht bin ich auch einfach unfähig. Coole Klemper-Mechanik. Wo kommt der denn her? Nein, was mache ich denn? Nein, 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 nein. Du Kerl da, du bleibst so, wie du bist. Oh, wir haben eine Oh, das sagt jetzt wer welches. Okay, das ist nicht schlecht, schätze. Nein! Diese miesen. Gott, ich bin so schlecht gerade im Moment. Das ist echt Wahnsinn. Gut, ich sitze ja auch gerade ein bisschen verklemmt, weil ich, damit man den Sound hier nicht hört, mit Kopfhörern hören muss, aber meine Kopfhörer haben nicht so ein langes Kabel, deswegen muss ich gerade so ein bisschen. Das ist jetzt meine, Ausflucht. Meine. Die Ausflüchte, aber wie sagt man im Singular? Meine Ausflucht. Jetzt hab ich's. Auf halbem Weg zum Sieg. Wie hat er das gemacht, Mann? Hat er mich geschlagen? Ich weiß es nicht, ich hatte plötzlich keine Schilde mehr, so kam es mir zumindest vor. Naja. Okay. Au. Oh, das war eine Granate, das könnte natürlich auch gewesen sein. Oh shit. Also ich glaube, das Gegnerteam ist eindeutig ein bisschen besser als ich. Vor allem dieser scheiß Sniper, Mann. Alter. Also ich weiß nicht, entweder ist es end easy zu snipen oder er hat es halt einfach hart drauf. Höchstwahrscheinlich von beiden ein bisschen. Achso, ich muss ja die Taste drücken. Ja. Ehrlich jetzt. Unter Beschuss in der roten Phase.
Also viel sinnvolle Kills oder so sieht man es von mir her nicht. Aber hey, rote Basis. Scheiße, der ist gestorben. Warum? Wo bist du gestorben? Ah, aber da oben wieder irgendein Kaltschild. Nicht so cool. Ah, Junge, was? Okay, noch warte mal. Egal. Perfekt. Ich wünsche mir meinen alten Sprecher zurück, weil ich fand den so viel cooler. Oh Gott. Also jetzt diese coole, perfekte Abschussmedaille, wenn man mit drei, also mit der perfekten Schussanzahl jemanden tötet. Das ist ganz lustig, aber ich finde den Sprecher jetzt ist dafür nicht gebraucht. Ich glaube im Englischen sagt er mal perfect kill. Aber ich weiß es auch nicht so genau, aber ich wollte echt so. Cool, hoch. Geht das? Nice. Dann haben wir den da unten. Ansonsten. Ja, scheiße. 10 Sekunden bis zum Scharfschützengewehr. 10 Sekunden. Spezialwaffen in 10 Sekunden. In 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja, weil das ja klar ist. Weil das ja oh. Klar ist. Nicht schlecht. Spezialwaffen bereit. Soll ich das Ding auch mal? Fallender Kamerad in der blauen Basis. Oh shit. Ach komm schon. Ah, ich habe halt auch keine Ahnung von der Map sonst oder von sonst irgendwas. Somit läuft es ja noch nicht wirklich viel. Wo bin ich eigentlich gestorben gewesen? Fuck. Wo ist der? Wo ist der? Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Ja. Das hat euch getötet mit dem. Okay, verloren. War ich wenigstens nicht ganz so scheiße. Ja, ja, ist halt ziemlich cool und schön. Also, diese Animation hoffe ich, dass irgendwann, weil es sieht so dumm aus. Das ist. Naja. Muss mal sehen, wie spät es ist. Kann ich noch ein Spiel spielen? Ah, ist wahrscheinlich nicht. Varisa, bla bla bla. Abschlusstodeverhältnis 0,6, das war ja gar nicht mal so gut. Ja, warte mal, das war wirklich gar nicht mal so gut. Unterbrechung 46, also wo wirft uns jetzt hin? Gar nichts, schätze ich. Egal, ich werde schauen, dass ich demnächst noch ein Video dazu mache oder so. Aber jetzt vorerst soll es das erstmal gewesen sein. Ja. Ein erster Eindruck, bis jetzt ganz cool. Man stirbt sehr schnell. Es ist anders. Ich muss sagen, der Spartan spielt sich sehr schwerfällig. Insofern das Sinn ergibt. Also, ich weiß nicht, ich fand den irgendwie, dass er sich sehr komisch gespielt hat. Ich kann nicht genau erklären, inwiefern, schwerfällig, finde ich, ist eine passende Bezeichnung. Ansonsten, ganz cooles Spiel bis jetzt. Ich schätze, das ist eine gute, solide Basis, auf die sie aufbauen können. Und, ja, Verbindungsprobleme gab es auch keine. Somit bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Zuerst dann auch von mir. Ciao, tschüss, sagt Deckwert.